Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Planet Coaster 2. Ich bin nicht alleine, wir sind heute wieder alle am Start. Ja, hallo, der Dennis aka Bluefire ist auch natürlich wieder dabei. Und der Metaro ist auch da. Sehr schön. Du aka. Ja, es ist. Fronty hat ja den Gameplay, den Livestream gemacht. Und dazu einen Deep Dive uns gegeben, was als Neues gibt im Spiel und was jetzt bestätigt wurde und was nicht und was als für neue Infos gibt. Darum soll es heute alles gehen. Ich würde mal sagen, das Größte ist das Thema Wege gewesen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mit den Wegen an. Ja. Ja, also ganz grundsätzlich hat Frontier das Wegesystem einfach nochmal komplett neu gedacht und revolutioniert, würde ich schon fast sagen. Ja, also so Wege zeichnen, das ist mir neu, ja. Also ich finde die Option natürlich auch super gut gelöst, dass man Wege auf Wege bauen kann. Stimmt. Und dass man die Wege auch einfärben kann, ist auch komplett neu. Ich bin mal gespannt, wie weit dieses Einfärben noch geht. Ich meine, wir haben bis jetzt nicht mehr als 4 verschiedene Farben gesehen für die Wege. Das war aber, glaube ich, nur das Pflaster. Ich glaube, der Asphalt selber konnte man, glaube ich, nicht einfärben. Ich bin mir aber nicht sicher gewesen. Aber ich glaube, das größte Ding daran ist ja dieses freie Zeichnen für Plazas und sowas. Das wird ja... Ja, auf jeden Fall. Das Wegebauen so viel einfacher machen. Ja, du kannst alles machen, was du willst und kannst dann erst den Weg bauen. Naja, klar, du kannst deine Wege dann halt direkt jetzt an der Szenerie jetzt anpassen. Richtig. Das ist natürlich, also ich mag das Feature jetzt schon. Im Moment ist ja alles nur auf dem Boden gewesen und bin mal gespannt, wie das auf höheren Ebenen ist. Verschiedene Ebenen habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Würde ich aber sehr gerne. Wenn man unzufrieden ist mit seinem Plaza, den man da gebaut hat, kann man ja einfach drüber bauen, um einen neuen Weg zu machen. Oder drüber bauen, genau. Ich finde es so krass, dass man es einfach alles stapeln kann. Ja, es erleichtert auf jeden Fall jede Menge Arbeit und man muss nicht dort rumlöschen. Wobei, wir haben jetzt auch einen Bulldozer als Symbol. Ich bin gespannt, was der kann. Ich hoffe, der kann genau das wie auch bei RCT3. Bulldozen? Ja. Planet Coaster 2 ist ja, das Aushängeschild ist Wasser. Mhm. Sprich, es gibt auch Schwimmbecken und zu denen haben wir auch ein bisschen was Neues erfahren. Ja. Das Erste, was mir aufgefallen ist, die verschiedenen Wassertiefen von den Becken. Mhm. Man kann die Tiefe von jedem Becken einstellen und innerhalb eines Beckens auch ändern. Ja. Sieht man ja auch eigentlich sehr gut bei dem einen Bild. Genau, das andere, was ich noch habe, ist die Sauberkeit und Sicherheit von Becken. Wir werden uns auf jeden Fall darum kümmern müssen, dass die Becken auch sauber bleiben. Genau, also man muss immer aufpassen beim Poolbauen. Natürlich hat man auch gesehen, dass der Bademeister eine gewisse Sicht hat. Und in diesem Raster müsste man quasi den Pool auch bauen, sodass der Bademeister immer wieder eingreifen kann. Das hat man auch gesehen, dass der Bademeister tatsächlich einmal reingesprungen ist ins Becken und wollte auch einen retten und der hat dem auch Baywatch-Ding. Ja, so ein Baywatch-Ding. Genau das. Ich bin mal gespannt, was wir noch für Feature rausbekommen, weil aus dem Sprungbrett oder auf dem Sprung, also man kann auch ein Sprungbrett erkennen. Allerdings kann man nicht sehen, ob irgendeiner mal gesprungen ist. Also mir ist jetzt keiner aufgefallen, ich habe keinen gesehen, der von einem Sprungbrett gesprungen ist. Ich auch nicht. Dann gibt es noch ein Wellenbad, das wurde uns auch noch nicht gezeigt, wie das da aussieht, wie die Leute vielleicht mit der Welle mitspringen oder schwimmen oder was auch immer. Ja, das Wellenbad wurde uns ja vorher schon bestätigt, dass das kommen wird. Das ist ja in einem von unseren älteren Videos drin. Was ich seltsam fand, war halt, dass es geschlossen war, das Wellenbad. Also entweder es liegt daran, dass nicht genug Strom da war, aber ich glaube, da wäre das Symbol drüber gewesen. Oder man kann die Becken schließen oder die müssen gewartet werden. Keine Ahnung. Ich denke mal, du kannst es genauso öffnen wie halt auch einen Flatride oder einen Coaster. Denke ich auch, ja, dass das irgendwie so ein spezieller Pool ist. Ja. Was sich sehr doof gelöst ist, sind die Umkleidekabinen. Ja, das hätte man auf jeden Fall besser lösen können, das war. Also ich finde wirklich, bei Rollercoaster Tycoon 3 haben sie es besser gelöst. Genau, das stimmt. Ja. Das ist ja theoretisch dein Eingang, genau, dein Eingang. Ich glaube, es kommt darauf an, was man damit machen möchte. Es ist halt flexibler so, ne? Das ist richtig, aber ich finde es sowieso ein bisschen blöd, dass dann Badegäste im Park selber rumlaufen. Theoretisch müsstest du dann das Schwimmbad ja auch außerhalb dann bauen. Wenn du das separieren möchtest, schon. Es gibt ja auch durchaus so Resorts, wo beides drin ist. Richtig, ja. Also ich finde die Lösung davon auch nicht optimal, aber ich finde sie ist besser als früher, weil du halt mehr Möglichkeiten hast. Wenn es dir früher besser gefallen hat, kannst du es immer noch genauso bauen. Aber du kannst es halt zusätzlich auch miteinander integrieren und einen Park draus machen. Ja. Ich habe noch eben gesehen gehabt, dass die Becken auch verschiedene Ränder haben. Das kann man wohl wahrscheinlich auch einstellen. Oder es ist abhängig von dem Weg, der daneben ist. Ja, vielleicht kann man die auch einfärben, ja. Keine Ahnung. Ja, denk ich mir auch, ja. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber das wird man halt nicht genau. Ne? Und was gehört natürlich zu einem guten Schwimmbad dazu? Rutschen! Richtig!
Okay. Für dich nicht, oder was? Boah, Essen, ne? Ja, gut. Natürlich, rutschen, klar. Einige von den Rutschen, also gerade diese, die Standardrutschen, sag ich mal, die haben ja extrem viele einzelne Elemente, aus denen die gebaut sind. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber die kann man scheinbar sehr, sehr bunt einfärben. Ja, hat man gesehen einmal kurz. Ne? Ja, einige von diesen Rutschen sind wirklich, dass jeder Ring irgendwie eine andere Farbe. Ich weiß nicht, ob man die alle einfärben können wird oder wie viele Farben man dazu Auswahl hat. Aber ich glaube auch, dass man die aber dann so kürzen kann, die Streckenteile, dass man die auch einfärben kann. Das kannst du bei der Achterbahn ja auch machen. Ja, ja, genau. Das kannst du auf jeden Fall. Das haben wir bei ein paar roten Rutschen auch schon gesehen, dass die unterschiedlich lang sein können, die Dinger. Genau. Was noch ein Ding bei den Rutschen ist, es gibt bis hierhin auch noch keine Einsteigeranimationen. Mhm. Ja, das ist ja ein großes Manko. Wird wahrscheinlich bei allen Attraktionen, Achterbahnen und so sein. Ich habe vorher irgendwie das Gefühl gehabt, dass das mehr so ein Nischenwunsch ist. Jetzt, wo es nicht drin ist, werden das irgendwie immer mehr Leute, die sich das wünschen. Ich muss wirklich sagen, ja, es wäre ein tolles Feature, gar keine Frage. Und ich stimme auch allen Leuten zu, die das gerne sich wünschen oder sowas. Grundsätzlich, für mich persönlich ist es jetzt nicht relevant bei dem Spiel, ob die Leute realistisch einsteigen oder nicht. Ja, nach Patchen kann man das immer noch. Ja, also, denke ich ja auch. Nicht, dass es jetzt einfach verloren ist oder dass es nicht kommt. Es ist ja auch noch nicht das fertige Spiel. Ich brauche es auch nicht. Also es ist nicht notwendig, aber es wäre nice to have, klar, aber ja, ich brauche es nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es kommt. Glaube ich auch nicht. Habt ihr noch was zum Thema Wasserrutschen? Rutschen? Nein. Doch, ich habe tatsächlich noch eine Sache zu den Rutschen. Wir hatten ja schon in dem Gameplay-Trailer gesehen, wie die zum Beispiel in diesen Rutschen reinrutschen. Und für mich war das tatsächlich ein bisschen zu sehr mechanisch. Die hatten ihre Linie zu fahren, wie bei einer Achterbahn. Die Achterbahn fährt so, wie die Schiene ist. Ah, okay, das meinst du. Zum Beispiel diese eine, beim letzten Video habe ich es erwähnt gehabt, die aussah wie so eine Piranha-Pflanze. Und am Ende, bevor es dann ins Becken ging, hätte der normalerweise noch gegen den Rand knallen müssen. Der ist direkt in die Rutsche rein und dann ins Becken. Also der hat keine Kollision gehabt. Das stimmt, ja. Das fand ich schade. Ja. Sowas finde ich schade. Ob das noch kommt, weiß ich nicht. Ja, aber es hat auch noch keine fertige Version vom Spiel. Gar keine Frage, nein. Ja, deswegen sage ich ja, ich hoffe, da kommt noch was. Wäre schade, wenn nicht. Ich würde gerne mal mit dem Achterbahn-Auswahl-Tool anfangen, nenne ich es mal. Ja. Wenn du eine neue Achterbahn bauen willst, dann öffnet sich ja so ein Fenster, wo du deinen Achterbahntypen auswählen kannst, bevor du den baust. Ja, yeah, ja. Yeah. Also erstmal sehen wir jetzt, was für Achterbahntypen es geben wird. Und es gibt zwei, die da so ein bisschen rausstechen, finde ich. Das ist einmal die Special-Achterbahn, weil wir absolut nicht wissen, was das sein könnte. Ja. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die grüne Achterbahn, die in dem Livestream als erstes gebaut wurde, das war eine Special-Achterbahn. Ach so, echt? Ja? Ja. Oh, okay. Ja. Die hat diese Sternchen gar nicht angehabt. Ah ja, okay. Ah, okay. Du Fuchs. Das andere, was ich sehr interessant finde, ist der alternative Lift. Darunter kann ich mir jetzt nicht besonders viel vorstellen, außer sowas wie ein Aufzug, was ich echt cool fände. Gut, kann alles mögliche sein, ne? Alternate. Da kann ja alles sein. Ja. Ja, also bei den beiden sind wir noch nicht so ganz sicher, was es sein könnte. Der Rest ist, kennen wir alles, ist cool, dass es da ist. Ne? Ja. Ja. Was euch vielleicht aber auch auffällt in dem Bild hier, darunter kannst du dein Model selecten, was für ein Achterbahntyp es wird. Und da steht jetzt nicht nur der Achterbahntyp, den du baust, sondern darüber ist noch der Name von dem Hersteller. Und da hat Frontier sich kleinen Spaß erlaubt und einfach ein paar Hersteller genommen, die es gibt, und die leicht umbenannt. So gibt es zum Beispiel statt dem Hersteller Intermin Outer Max. Ach so, okay. Und solche Kleinigkeiten finde ich echt cool, weil du dann ein bisschen das Universum von den Planet-Spielen auch wieder erweiterst, ne? Wie auch die Shops und so. Ah, und Big M's Rides heißt Mug Rides. Ach, du ahnst es nicht. So sieht's aus. Wie lustig ist das denn? Ey, da wäre ich ja niemals drauf gekommen, jetzt wo du es sagst. Ja, klar. Natürlich, klar. Ach, Big M's Rides. Cool. Sau gut. Ja, das Achterbahnbau selber haben wir leider noch nicht gesehen. Das kommt wahrscheinlich später mal irgendwann. Aber was wir natürlich viel gesehen haben, ist das Customizen der Wagen. Ja. Und das ist ja im Prinzip alles schon beschrieben gewesen. Jetzt haben wir es nur endlich in Action gesehen. Das haben wir auch alles schon mal im letzten Video irgendwann erwähnt, wie es alles funktioniert. Also wie es aussieht, können wir jedes nicht-grid-basierte Teil an die Achterbahn dran platzieren. Es sind 1855 Non-Grid-Items, die es scheinbar aktuell gibt. Mhm. Wir wissen allerdings auch,
wie viele Items es insgesamt gibt aktuell. Und zwar sind das 2322. Ja. Daraus kann man sich jetzt so ein bisschen erschließen, wie viele Grid-Teile und wie viele Nicht-Grid-Teile es gibt. Also auch so ein bisschen übergangsmäßig zwischen dem Thema Achterbahn und Szenerie ist, ist, dass wir bei den Achterbahnen gesehen haben, wie minimal klein wir etwas skalieren können. Und bei den Szenerieobjekten können wir sehen, wie maximal groß wir etwas skalieren können. Ja. Wir haben eine Reichweite von 50% bis 200%. Ja. Mir hätten es auch 10% sein können, aber ich bin da ein bisschen außergewöhnlich. Ja. Ich freue mich auch über 50. Ja, denke ich aber genauso. Vielleicht sind die Teile auch unterschiedlich. Dass die Lampen nur bis 50% maximal kleiner werden und was weiß ich, Stein zum Beispiel auf 10% geht. Das kann natürlich sein, ja. Wenn das nächste Unlocked da ist, dann ist schon Gamescom gewesen. Dann haben es die Leute schon gespielt. Das stimmt, ja. Das ist richtig. So, und da bin ich mal gespannt, was die Leute dann schreiben. Das kommt zwar erst in der nächsten Unlocked mit das Thema Szenerie. Genau. Aber es gibt eine Sache, die wir schon entdecken konnten, die sie uns auch noch gar nicht zeigen wollten. Und das ist gar kein so kleines Feature. Weil sie das Wegespiel präsentiert haben, sind sie unten über diesen Reiter gehovert und sind dann auch über einen Reiter gestolpert, auf dem stand Scenery Brush. Ja. Was das bedeuten könnte, wäre, dass wir in diesem Scenery Brush ein paar Items festlegen und dann wie mit so einem Pinsel malen könnten und dann diese Items random platziert werden. Was halt super geil wäre, um Wälder oder sowas zu bauen oder generell irgendwie schnell Szenerie zu setzen. Oh ja, ja. Mhm. Ich finde, das ist ein sehr, sehr cooles Feature. Das würde halt vieles vereinfachen. Ja, das ist krass, ja. Genau, genau. Ja, also wir haben so ein bisschen die Bestätigung bekommen, was wir jetzt als für Flatrides im Spiel haben werden. Ich habe mir jetzt tatsächlich gar nicht alle Namen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr die alle parat habt. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe leider nur den Freefall, den sie da gemacht haben, diesen Splash. In echt heißt das Big Race. Gibt wahrscheinlich gar nicht so viele von. Nee, es gibt es, glaube ich, bis jetzt nur einen. Als ich das gesehen habe, wie die das präsentiert haben mit den verschiedenen, also wie das Plane war und mit den vorthematisierten Sachen, das hat mich stark an unser Wünschevideo erinnert, weil wir das fast genauso dargestellt haben, was wir haben wollten. Ja, genau, genau. Ja, also die Fahrgeschäfte sind halt jetzt neutral. Wir können sie jetzt so thematisieren, wie wir sie wollen. Und genau. Das war eigentlich wichtig. Es gibt ja auch wieder dieses kleine Riesenrad, was jeder kennt und auch jeder baut. Bei Plango 2 ist jetzt halt so der Fall. Wir können jetzt auf jede Gondel können wir was draufsetzen, was mitfährt. Richtig. Also das ist schon ein geiles Feature, muss ich wirklich sagen. Also ich bin sehr gespannt. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf, jetzt noch mehr Worldly Rigs in jetzt ganz vielen verschiedenen Thematisierungen zu sehen. Ja, ja. Also ich bin sehr gespannt, was für schöne Themen wir kriegen werden. Das Ding mit den Flatrides ist ja auch, dass jetzt mittlerweile also ziemlich alle Attraktionen jetzt über Strom versorgt werden müssen. Mhm. Ich habe jetzt aber noch auf der Frontier-Webseite gelesen, dass auch das Thema Wasserversorgung eine Rolle spielt. Oh, okay. Ja, ich denke mal, fürs Management war ja bei Planco 1 jetzt ein bisschen zu kurz geraten, finde ich. Was mich interessieren würde, wenn die Wasserleitungen, wo Wasserrutschen zum Beispiel kaputt sind, ob da überhaupt Wasser durchgeht, hat man halt, ne? Ich vermute, das Wasser wird dreckig. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Wasserfarben und Sorten, das haben wir schon gesehen. Ja klar, dass die Wasserqualität schlechter wird, das wissen wir ja. Genau, und dann verlassen die Badegäste den Pool, dann beschweren die sich, dann musst du es halt reparieren. Ich bin mal gespannt, ob du es beim Sandbox-Modus auch so handhaben musst. Das kann man bestimmt deaktivieren. Oder, ja genau, oder man kann es deaktivieren und man kann einfach frei losbauen. Es ist jetzt bestätigt worden, dass Flatrides austauschbare Texturen haben. Sprich, wir haben, glaube ich, einen Farbverlauf gesehen. So ein Kachelmuster und Streifen. Und die kann man, soweit ich es verstanden habe, auf ziemlich jeden Flatride und jede Rutsche anwenden. Okay. So viel dazu, ne? Ich muss es erst spielen, bevor ich mich tatsächlich dafür total begeistere, glaube ich, mit diesen Rutschen. Ja, ist ein Netzfeature. Ich sehe mich auch irgendwie eher so ein Schwimmer irgendwo am Rand des Parks neben dem Park bauen und nicht irgendwie im Park. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, so geht es mir nämlich gerade aus. Ja. Hier, wir lassen uns gerne überraschen. Ja gut, ich meine, die sind ja ganz gut darin, uns zu überraschen, ne? Mit beispielsweise den neuen Maskottchen, die wir bekommen haben. Ja, gutes Thema. Also erstmal, wir haben einen Kaktus bekommen. Ja! Ich finde den geil. Der heißt Saguaro Guitarro Prequibal. Ja, genau. Für mich ist das ein bisschen mexikanisch angehaucht, ne? Ich bin mal ein bisschen gespannt. Tequila, Tequila. Ich finde ein bisschen, der sieht aus, als würde er zu diesem veganen Restaurant gehören. Ja, aber ein Kaktus? Ist doch vegan. Ja gut, Kaktus kannst du auch essen. Ja, ich mag ihn auf jeden Fall. Ist ein geiles Maskottchen, genauso wie den Taucher. Genau, dann haben wir noch den Sandy Reef Deep Sea Diver Days.
heißt er. Ach, den darfst du jetzt sagen, oder? Willst du den nächsten sagen? Ich finde, der Mitaro hat den letzten sagen. Nein, der Mitaro hat jetzt Zeit. Was denn, den Boris Johnson? Genau, und einer von den drei ist eine Anspielung an Rocko's Tycoon. Und zwar ist das der Bodhi. Der Bodhi. Anspielung an S3 Soaked. Im Prinzip ist das ganze Spiel eine Anspielung an, an den DLC. Ja, ich muss sagen, ich finde die alle drei ziemlich cool. Ich finde den Taucher am langweiligsten irgendwie. Echt? Ich mag den irgendwie. Ich finde ihn cool. Ja, der hat tatsächlich auch so ein bisschen eine eigene Geschichte bekommen. Der ist halt jetzt unter Wasser unterwegs und sucht nach seltenen Meereslebewesen. Mhm. Und das Tier, das er sucht, ist ein Oktopus. Und das findet sich auf dem Rücken von dem. Okay. Man muss ja sagen, die Mitarbeiter, die jetzt in den Shops gearbeitet haben, die sahen ja schon unterschiedlich aus. Das Einzige, was ja immer gleich geblieben war, sind ja die Mitarbeiter Mechaniker, Putzkraft und der Sicherheitsmann. Die sahen ja immer alle gleich aus und das hat sich jetzt geändert. Wird halt viel lebendiger als das Spiel dadurch. Finde ich super geil. Dieser Laden in der Mitte, also ich habe jetzt das Bild offen, den Laden in der Mitte, das weiß ich nicht, ich kann nichts damit anfangen. Sieht für mich aus wie so Milkshake. Der Laden in der Mitte ist der neue Laden. Das Splash Emporium. Ah. Und das ist der Laden, wo man so aufblasbare Artikel kaufen kann. Wir haben auch mittlerweile eine Liste bekommen, was man da genau alles kaufen kann. Mhm. Das ist ein Laden fürs Schwimmbad, wo du aufblasbares Zeug kaufen kannst. Cool. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Hab ich noch nicht rausgefunden. Der Shop, der daneben ist, da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Es gibt auf jeden Fall noch einen Shop, bei dem man Sonnencreme und so Kram kaufen kann. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auch bei dem Splash Emporium verkauft wird oder ob das ein eigener Shop wird. Das wird ein eigener Shop, glaube ich. Das kann sein. Kann sein, ja. Und dann haben wir noch diesen veganen Shop, ne? Den wir auch nicht gesehen haben. Nur das Logo. Ja, den Shop haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, tatsächlich. Echt? Viva la Vegan oder so heißt der. Hm. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Also, es werden nicht viele großartige neue Shops kommen. Es ist ja genauso wie mit den Attraktionen auch. Und das ist halt so eine Mischung aus den alten Shops und ein paar neue dazukommen. Und es werden ja auch noch DLCs kommen. Vielleicht kommen da auch noch das eine oder andere. Ja, stimmt, DLCs sind auch schon bestätigt. Ja, sind auch schon bestätigt. Genau. Ein Ding, das habe ich jetzt mal zu Shops gepackt. Das ist jetzt nicht direkt ein Shop. Aber es passt nämlich am ehesten in die Kategorie, ist das ganze Thema mit den Hotels. Weil da wurde ja jetzt viel hin und her spekuliert, auch wegen den Gebäuden, die im Hintergrund zu sehen waren und so. Ne? Ja. Es gibt dazu eine offizielle Aussage, die haben wir im Livestream verpasst, weil wir drüber gequatscht haben. Oh. Und die Aussage ist, es wird erstmal keine Hotels geben. Oh. Was ich ein bisschen seltsam finde, weil dieses ganze Resort-Thema ja irgendwie Hotels beinhaltet. Ja, eigentlich schon. Das ist. Hä, was macht das für einen Sinn? Ich find's auch komisch. Vielleicht kann dir sagen, was das für einen Sinn macht. Dass DLC kommt. Ja. Es ist schon ein bisschen komisch. Also wahrscheinlich werden es DLCs, da hast du recht. Ich vermute, das wird ein DLC, wo du dann nochmal so Teile bekommst, wo du dann dir tatsächlich ein komplettes Zimmer machen kannst und sowas, was man in so einem Hotel halt hat. Bin auch mal gespannt, wie die Performance dann sein wird. Ne? Gut, dass du das sagst mit der Performance. Ich wollte zu der Technik kommen. Aha. Ja, zur Technik gibt es ja auch ein bisschen was zu sagen. Ich habe noch was zur Achterbahn. Ach nee. Ist mir gerade noch eingefallen. Okay, jetzt. Nee, eigentlich nichts. Nee, doch. Auf jeden Fall, die Mitarbeiter stehen nicht mehr am Eingang. Stimmt. Das hat uns der Timo bei uns in den Kommentaren geschrieben. Stimmt. Ja, hast du recht. Ja, hast du recht. Da sind die Säulen noch nicht mehr am Rand dran. Das macht das noch kreativer jetzt. Ja, wir sind noch viel freier damit. Das stimmt. Das ist echt viel wert. Ich finde das super. Vielen Dank dafür, dass du das gesehen hast. Und da war tatsächlich noch ein Kommentar. Ja, warte, das war auch der Demo. Da wollte ich nämlich drauf eingehen, weil das passt nämlich zum Thema Technik. Ah, okay. Ja. Der hat nämlich im Chat vom Livestream hat er gefragt gehabt, ob es wieder ein Single-Core-Game wird. Und wir haben damit jetzt zumindest vom Livestream die Bestätigung, dass es ein Multicore-Spiel werden wird, was natürlich bedeutet, dass das Spiel besser laufen wird und die Performance besser wird. Stimmt, das war's. Ja. Und das ist natürlich ein sehr großer und wichtiger Punkt, weil das erste ist, was wir Handfestes haben, was uns beweist, dass die Performance besser ist. Ja. Ja, mehr Kerne heißt bessere Spielleistung. Genau. Ich muss sagen, wir haben jetzt in der Demo jetzt über 6.000, teilweise 6.000 Besucher gehabt und das Spiel lief gut. Also in dem Livestream sah alles super aus. Es gab auch während des Livestreams, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es gab auch ein paar Autosaves während des Livestreams. Ja, da hat's gestockt, das hat man gesehen. Ja. Nein, eben nicht, gar nicht. Eben nicht. Hä, natürlich hat's gestockt. Nein. Ich glaube, wir müssen uns das nochmal anschauen. Also ich bin der Meinung, es hat nicht gestockt. Es hat gestockt, nein, teilweise. Nein, wir gucken doch, uns das nochmal an. Doch, du hast die an den Leuten gesehen, wie sie gelaufen sind. Dann sind die einmal kurz hängen geblieben, also nicht richtig hängen geblieben, sondern eher gestockt, weitergelaufen und dann ging's weiter. Das ist mir nicht aufgefallen. Selbst wenn es das wäre, was du sagst, ist es sehr viel weniger stocken als beim ersten Teil. Dann gibt es noch ein endgültiges Thema zur Abwärtskompatibilität. Wir haben jetzt, glaube ich, schon echt ein paar Mal drüber gesprochen. Ja. Im Livestream selber hat Frontier bestätigt, dass es
keine Abwärtskompatibilität geben wird. Das ist aber schon einfach vornherein klar. Ja, aber das Thema ist immer wieder aufgekommen, es wird immer wieder diskutiert und jetzt ist es zumindest mal endgültig bestätigt offiziell. Ja, ist natürlich schade für die, die alle ihre Großsachen gemacht haben. Dann habe ich noch was zu dem ganzen Ding mit dem Complexity Meter. Das hat Sorge bereitet einigen Leuten, dass wir jetzt auf PC nicht mehr ewig viele Teile benutzen können, weil das Ganze ja Cross-Plattform ist und dementsprechend auch auf Konsolen laufen muss. Ja. Wir können nach wie vor auf PC so viel bauen, wie wir wollen. Es gibt kein Limit. Ja. Auf den Konsolen halt immer noch. Auf den Konsolen gibt es das trotzdem noch. Und ab dem Punkt, wo man einen Park vom PC auf die Konsole überspielt, wird dieses Limit integriert. Ja. Ah, okay. Ja, ist natürlich doof für Konsolenspieler. Andererseits finde ich aber gut, weil ich PC-Spieler bin und ich kann. Ja, was soll ich dazu sagen? Mir tut's leid, dass die Konsolenleute das jetzt nicht machen können. Aber ich finde, Blanco ist einfach ein reines PC-Spiel. Also die Umsetzung für die Konsolen war schon außerordentlich gut von allem, was ich gesehen habe. Definitiv, gar keine Frage. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was auf der Gamescom passiert. Genau. Das Ganze, was wir in der Live-Geschichte gesehen haben, war ja der Gamescom-Park, den man in der Gamescom anspielen kann. Sprich, wenn ihr auf der Gamescom seid, dann habt ihr uns bestimmt ganz viel Tolles zu erzählen. Weil ich glaube, wir sind alle drei nicht da. Nee, ich bin dies Jahr nicht da. Nee. Aber wir sind natürlich sehr neugierig, was da auf der Gamescom passiert, weil da wird wahrscheinlich auch noch mal einiges los sein. Wie es dann weitergeht, sehen wir dann bei der Gamescom oder bei der nächsten Frontier Unlocked. Genau. Wann auch immer die jetzt kommt, ob die jetzt wirklich nach der Gamescom erst kommt oder ob die jetzt häufiger welche machen. Also immer Ende jeden Monat Mittwochs, so wollte ich sagen. Was wir wissen ist, dass das nächste Unlocked um das Thema Szenerie geht. Genau. Wenn immer das rauskommen wird, werden wir natürlich irgendwas dazu erzählen. Natürlich. Wenn ihr auf dem Laufen bleiben wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal, kommt auf unseren Discord und wenn euch hier das Video gefallen hat, dann gebt mir auch gerne einen Daumen hoch. Meine Seite aus, war es das jetzt? Habt ihr noch irgendwas? Nö, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und bedanke mich fürs Zuschauen. So, und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr Folgen.